Hallo meine Freunde und willkommen zu GTA 5. Heute sind wir wieder mal mit Trevor unterwegs. Also, das bedeutet, heute dürfen wir wieder mal Scheiße bauen. Aber heute begebe ich mich jetzt mit Trevor zu dem Fragezeichen, denn wir wollen mal schauen, was da ist. There you are, handsome. Hello, Maude. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Ah ja, genau. Ganz richtig. Die Kopfgeldjäger-Mission, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber erstmal müssen wir das Gebiet hier verlassen. Also diese Frau heißt Maude und sie ist so eine Art Kopfgeldjäger-Mission-Schafferin. Ja, genau. Seht ihr da auch da schon links? Und wir müssen... Was ist da los? Ja, die Polizei verfolgt irgendjemanden. Sie wird uns innerhalb von ein paar Minuten ein E-Mail schicken, wo wir den ersten Kerl finden müssen. Ah, sieh an! Ah, Brother O'Neill! Fuck you, man! Whoa, whoa, whoa! You're the guy stealing contracts! You burnt the farm, killed my brothers! You had too many brothers! Aber sowas von! They needed culling! You're fucking dead! Aren't we all? We live and we die, that's our curse! Hey, you wanna expedite the situation? Come fucking find me! Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck! I'll be there, man! I don't know when, but I'll be there! Ja, und ich werde auch gespannt darauf warten. Wir haben noch eine Fragezeichen-Mission noch offen. Selbstverständlich fahre ich auch da mal hin, weil ich möchte auch so ein bisschen hier die Welt mit Trevor weiter erkunden, weil die Hauptmissionen sind ein bisschen ja... Keine Sorge, die werden noch kommen. Aber erstmal muss ich hier mal schauen, was hier mit Fragezeichen ist. So, wer ist der? Jagt er irgendetwas? Hey, bud. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Is the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, hey, hey. You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Okay, Cletus oder wie auch immer, will, dass wir heute mal jagen. Kein Problem. Ooh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? Yeah. A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for... Boom! War doch klar. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Begib dich zum Motel. Okay. Ja, wie ihr auch merkt, ich habe hier
das neue Präzisionsgewehr und schwere Schrotflinte auch gekauft. Das ist bei dem letzten Update, nicht mit 1.18, das habe ich nicht aktualisiert. Ich finde diese Updates für GTA Online, also diese ständigen Updates, etwas nicht so richtig wichtig. Liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't she a beauty? Drives like a dream. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can... Whoa, look out! Here we are. Mal schauen, ob ich da, ob ich mit dem neuen Präzisionsgewehr das machen kann. Ich habe die zwar noch nicht getestet, nur die schwere Schrotflinte habe ich getestet. Aber das Präzisionsgewehr habe ich nicht. Ist zwar schade, aber was soll's. Okay, der will also, dass ich die Reifen jetzt kaputt mache. Versuchen wir mal. Ja, ich habe das ausgewählt. Ah, da kommt hier jemand. What the... Was? This is perfect right here. Ja, wahrscheinlich... jetzt verstehe ich. Ich muss wahrscheinlich das mit dem Schalldämpfer machen. Was soll's. Aber trotzdem war das irgendwie WTF. Perfekt. Ah, da kommt noch einer. Scheiße. Nein, 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 fahr nicht weg. Richtig. Ja, dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Ja, verpiss dich einfach. Ich such mir einen neuen. Und die Spinner da vorne, die merken gar nicht, wer das war. Na, da ist noch einer. Ja, getroffen. Nachladen. That was some damn fine shooting, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Ich muss mal auch das mit jagen. Irgendwann mal das euch zeigen. Two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks a tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Okay, dann werden wir jetzt gleich ein paar Kojoten jagen. Keine schlechte Idee. Nur er muss mir jetzt gleich zeigen, wo die sind. Ah, nee, 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 ich sehe die da. Da vorne. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Zwei auf einen. Come on, you're even saving on bullets now. Ja, und sofort verpissen sie sich. I think you got... Oh, nee, nee, das war einer. Okay. That should do it. Nicely done. Danke. Das Gewehr ist einfach you tag weg. Along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Ja, kein Problem. Bestanden. 84%. Ist mir ganz wurscht. Ja, wie gesagt, also Cletus, er ist so eine Art Experte im Jagen. Ich werde irgendwann mal auch euch zeigen, wie ich da jage. Ja, genau, da haben wir jetzt das E-Mail. Das E-Mail haben wir gerade hier bekommen. Er haltet sich bei einem Steinbruch auf. Ralf Otrowski. Genau, ich weiß, wo das ist.
Dieser Steinbruch, ja, ja. Okay. Muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Ich weiß, wo der Steinbruch ist, aber ich muss mich jetzt kurz mal hier auf die Karte orientieren. So. Nee, hier ist das mit der Fabrik. Und mit der Bergkette. Irgendwo hier muss das sein. Ich hoffe, ich liege da richtig. Gut, dann machen wir uns jetzt auf, diesen Mann zu finden. Man kann ihn auch entweder lebendig zu ihr bringen. Dafür kriegt man mehr Geld, ist ja logisch. Oder man kann ihn sofort töten und kassiert dann sofort Geld. Aber ich mache das auf lebendig. Also, ich meine, mehr Kohle will auch jeder, oder? Was ist das für ein Hund? Also, so eine Rasse bin ich noch nie begegnet worden in GTA. Richtig cool. So, mein Freund. Tut mir leid, das zu machen, aber steig lieber aus der Karre raus. Danke. Dann fahren wir mal dahin. Ja, Radio bitte aus. Wenn ich mich nicht irre, gibt es 3, 4 oder 5 von diesen Kopfgeldjäger-Missionen. Ich habe die nicht alle gemacht, muss ich sagen. Ich habe die nicht alle. Ich habe nur 2 oder so gemacht oder 3. Ne, ich glaube, das waren 2. Die anderen 2 kenne ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, was da überhaupt los ist. Wow. Was ist denn da los? Was geht? Hey, got room for one more? No, I think there's room for a little one. So, big favor. Can you take me to the top of Vinewood Hills by the sign? Thanks, this is so sweet of you. Moment, ich habe mich noch nicht entschieden. Also, entweder bringe ich sie irgendwo in Vinewood Hills. Wahrscheinlich lebt sie auch da. Oder ich bringe sie zu den Altruisten. Ach, was soll's. Ich bringe sie einfach nach Hause. Ich meine, das ist eine Frau. Einer Frau muss man immer helfen. What more does a girl have to do these days? You cast out this kind of bait, you'd expect at least a couple of old sharks to come sniffing. But along you came. Thank God. Less of the old, please. I'm in the prime of my life. Just promise me you're not going to wear my skin or imprison me in a crawl space for 20 years. What? Joke. Kind of. You're cool, right? Sorry, I'm coming down. I've been partying like a biatch. Hey, Vorsicht, ne, was du hier sagst. Trevor ist ein ganz anderer Typ, okay? Going too bad. Good times. Okay. And what's on top of the Vinewood Hills? I'm going to see my man. He's a security guard at the broadcast tower right behind the famous Vinewood sign. He's been stressed out, really working long hours, so I thought I'd surprise the big lug. We haven't seen each other for like a week. Or maybe it's 2. I don't know. Crazy how time flies. Okay, wait, dann bring ich dich zu deinem Freund hin. Speak of the devil. Hey, sweetie, I was just talking about you. To this guy who was nice enough to give me a ride? No, not like that. I'm pitching back into town. Yeah, I know what happened last time, but I'm pretty sure this guy is okay. I ran out of money or I would have gotten a cab. Yes, all the 1,000 you gave me, what's the big deal? I said I'd pay you back. I'm sorry, okay? My phone was out of juice. I only just got it charged. I was staying at a friend's at Sandy Shores. You know, Brianna or Susie? No, I haven't spoken to him in weeks. This is just some random guy, I swear. Calm down, babe! Ich bin nicht einfach so ein Typ. Look, would you tell him? Are you talking to me? Yes, tell him you're not a guy called Brian, you're just some random guy. Was? What? Just shout it! I'm just some random guy not called Brian. There, babe, you believe me now?
Babe! Shit, he hung up on me. Sorry about that. Ich hätte dich doch lieber zu den Altruisten gebracht. On a scale of 1 to 10, how well do you think that went? Die ist richtig crazy. He'll be fine when I surprise him. Probably just having a bad day. He can never stay mad at me for long. Opposites attract, you know. He's the serious, responsible, pay your bills, save for the future type, and I'm the sexy, bohemian, go off for days and do X in the middle of the desert type. I'm young. I'm still exploring my mind, discovering who I am. He knows I'll come back. When you run out of money. Whoa there, random guy. Less of the judging. Wait, there's my phone again. What's up? Yeah, hitching back into town. How do you think I feel? I'm wrecked. I know, I'll have one last bag etched on my tombstone. Don't flatter yourself. I can walk just fine, thank you. The fuck is wrong with you? Thank you. You're bad. Anyway, und wir haben ein Barbecue erwischt. Don't tell me. Ryan? What? No, just one of my girlfriends. Look, I'm seriously flagging now. I'm going to rest my eyes for a few minutes if that's cool. See if I can power nap my way into a second wind. So, broadcast tower behind the Vinewood sign. I think it's Mount Hunt Drive. Ja, wir sind schon just fast da. When we get there. You're the best. And don't touch me or anything. Oh, doch, ich werde das tun. Can't promise anything. I jest, of course. You're horrible. Richtig, Trevor. Okay, wir bleiben einfach hier und warten. Einfach hier. Also, ich hab Zeit. Nein, Spaß. Wir fahren einfach weiter. Aber ohne Scheiß. Sie hatte 1000 Dollar und sie hat sie alle versäuft. Frauen. Also, nichts gegen Frauen, aber das geht einfach so nicht. Einfach alle 1000 Dollar auf Alkohol und so weiter, auf Saufen rauszugeben. Ich meine, das ist nicht okay. So, da sind wir. Jetzt kannst du aussteigen. Verpiss dich. Hey, Babe! Surprise! And who's this guy? What, no kiss? Hey, Punk! What the hell do you think you're doing with that woman? Are you Brian? Nö. Calm down, I don't even know the guy. Okay, der will aufs Maul. Hallo, ich bin unbesiegbar, okay? Ich bin motherfucking Trevor. All wrong. Bitch. Hast du auch nicht genug? Das war ein falscher Fehler von ihr. Richtig. Großer Fehler. Ja, jetzt kannst du ihn von mir aus hier bewundern. Moment, ich mache jetzt ein Foto von ihm. Oh, wie er da schon rumliegt mit seinem Mikrofon im Mund. Nee, da kannst du schon auf ihn jetzt klotzen. Moment mal, ich habe eine Idee, mein Freunde. Wie wäre es mit einem Selfie mit Trevor, wo er den Polizisten hier niedergeschlagen hat? Ich muss mal den richtigen Winkel. Perfekt. Okay. Okay, so sehe ich gar nichts. Ein bisschen weiter weg. Ja, hier ein bisschen. So, versuchen wir es mal. Andere Gesichtsausdrücke bitte, Trevor. Nee. Jawoll! Bitte lächeln, meine Freunde. Selfie mit Trevor. Ach, ist das nicht ein hübsches Bild?